Hallo, ich bin Miriam und hier sitzen heute zwei meiner kleinen Geschwister auf der Straße, Simeon und Rebecca, 12 und 15 Jahre alt. Ich habe sie nicht gebeten, das zu tun, ich habe sie sogar mehrmals gefragt, ob sie das wirklich machen wollen. Sie sind mitgekommen und haben sich angeklebt, weil sie Angst um ihre Zukunft haben. Olaf Scholz muss jetzt endlich seine Verantwortung übernehmen und ein Machtwort sprechen, dass es kein weiteres Öl in der Nordsee geben darf. Mich macht das unendlich traurig, dass meine kleinen Geschwister hier gerade auf der Straße sitzen müssen und so eine dolle Angst haben vor ihrer Zukunft, dass sie sich das geben und sich da fucking ankleben, weil sie so eine Angst haben, dass die Erwachsenen sich nicht darum kümmern, dass die gut leben können. Das macht mich unendlich traurig und ich kann es fast nicht ertragen, hier gerade zu stehen. Aber sie wollten das machen. Sie wollen sich handelnd fühlen und als hätten sie Einfluss, weil in unserem Land nicht auf die Kinder gehört wird und ihre Zukunft wird weggeschmissen für Interessen und für fossile Energien. Das ist absoluter Wahnsinn. Und bitte, 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 die Regierenden müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Es kann nicht sein, Olaf Scholz, dass das gerade die Situation ist, dass hier gerade zwei Kinder auf der Straße sitzen, um dich an deine Verantwortung zu erinnern. Wo bist du, Klimakanzler? Wo?